Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Jordan gegen Sammy. Unsere beiden Kandidaten treten insgesamt in 12 Spielen gegeneinander an. Im ersten Spiel gibt es einen Punkt, im zweiten Spiel gibt es 2 Punkte und natürlich gibt es im 12. Spiel 12 Punkte. Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, der gewinnt diesen Mercedes G63, den Automobile Essen für unsere Jungs gesponsert hat. I've been mortified, fortified, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my niggas die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised, emphasize, perpetuating war to the... Spiel Nummer 2. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum diesjährigen World Champion G-Class Cup. Das Stadion bebt, die Leute sind heiß. Über 20.000 Zuschauer dürfen wir in der Bulldog Arena begrüßen. So sehen Gewinner aus, schalalalala. So sehen Gewinner aus, schalalalala. Schalalalala. Die Jungs haben sich seit ganzen 3 Monaten auf den wohl professionellsten Cup dieser Geschichte vorbereitet. Wir begrüßen im roten Trikot FC Alman Hausen! Na gut, dann begrüßen wir auf der anderen Seite im blauen Trikot Jackson United! Alles klar, Freunde. Herzlich willkommen zu dem diesjährigen World Champion G-Class Cup. Spiel 2, der fliegende Transporter. In diesem Spiel treten beide Parteien in einem regulären Fußballmatch gegeneinander an. Es wäre doch zu einfach, auf einem normalen Feld zu spielen. Deswegen haben wir für die Jungs einen fahrenden, fliegenden und driftenden Transporter besorgt. 2 Halbzeiten à 3 Minuten. Für den Schutz der Jungs wurde natürlich nicht gesorgt. Und wer am Ende des Spiels mehr Tore erzielt, bekommt die heutigen Punkte. Ich bin zwar Comedy, ne, aber ich bin Fußballtrickster vom allerhöchsten Niveau, Alter. Ich werde den Jordan ein bisschen auseinandernehmen, ich zeig's euch. Jo, mein Name ist Jordan, ich habe früher nicht umsonst die wilde Kerle geguckt. Ich bin der Mann mit dem härtesten Schuss der Welt und Sammy kriegt jetzt auf die Schnauze. Herzlich willkommen heute in der Bulldog Arena. Mein Name ist Duan Buschmann und auf der linken Seite habe ich den... Rabbi Bröckmann. Und das erste Tor fällt sofort am Anfang. Das Spiel fängt sofort mit dem ersten Tor von Sammy Jackson an. Das ist der Wahnsinn, mein Freund. Das geht doch hier nicht weiter so. So, die Jungs sind sehr, sehr heiß, die sind sehr, sehr torhungrig, muss ich sagen. Oh, das ist 1:1! 1:1! Sammy Jackson 1:1. Mit dem Eigentor. Und Jordan, oh, hinterher, der Jordan. Das ist jetzt hier volle Spannung, der Jordan macht wieder ein Tor. Das ist volle Spannung hier. Also, ja, Buschmann. Also ich muss sagen, die Jungs sind sehr torhungrig und wollen gewinnen. Beide wollen gewinnen. Und das 2:2 von Sammy Jackson. Also, es ist ein sehr, sehr spannendes Spiel, Leute. Die Jungs machen die Tore wie im Sand am Meer, muss ich sagen. Also, ich muss auch sagen, der John hat, glaube ich, eine frühere Jugenderfahrung, Fußballerfahrung. Das ist aber auch hier der Wahnsinn, ne? Sofort am Anfang des Spiels 4 Tore. Also, ich muss sagen, also wäre ich heute bei Tipico, hätte ich heute über 2,5 auf jeden Fall gesehen. Safe, safe. Du siehst ja hier 2:2, das ist doch nicht normal hier. Kein normales Fußballspiel. Da retten die sich auch. Die können sich auch gar nicht mehr halten vom Transporter, weil er wie ein geistig Gestörter fährt. Ja, das stimmt. Also ich muss auch meine Fingernägel gerade hier essen. Und da rettet auch Sammy den Ball. Sammy ist heute unser neuer Ramos. Er hat, glaube ich, schon eine neue Technik herausgefunden. Und die Kamera fliegt sogar auf den Boden. Das ist ja das Ding. Der Transporter fährt halt... komplett zickzack, ne? Und lässt den Jungs auch keine Chance, hier aufzustehen.
Ich glaube, der Fahrer ist heute auch mit Michael Schumacher wieder heute. Sorry, ich bin die letzten Tage ein bisschen krank gewesen. Alles deswegen habe ich eine bisschen rauere Stimme. Ja, also. Oh, da wäre Sammy Jackson fast Geschichte geworden, ne? Ja, das stimmt. Mit einem Kilo von Jordan hätte ich auch Angst, hier auf dem Boden zu liegen. Ne? Ehrlich, also ich weiß jetzt nicht, in den Statistiken steht, dass er 98 Kilo wiegt. 98 Kilo? 98. Glaub ich nicht. Er liegt so, ich glaube, sein Kilo ist so viel wie der LKW hier. Wie der LKW? Ja. Dein Husten geht mir schon auf den Sack, muss ich sagen, ne? Hör mal. Ja, du hast das Konzept hier raus. Aber ist alles gut, Leute. Das Spiel ist heiß. Es steht 2-2, der Transporter fährt hier rum und ich glaube, wir kommen gleich zur Halbzeit, so wie es aussieht. Ja, gleich wird schon die Halbzeit sein, da ist er auch nicht mehr lange jetzt. Die letzten Minuten. Die Beine liegen auf dem Boden, es ist natürlich keine Kraft mehr vorhanden. Oh, Sammy macht da fast das Tor. Das wäre auch fast in die Hose gegangen. Ich hab gerade Augen zugemacht, ich hab Mexiko gesehen. Wir haben noch eine Minute Zeit. Ich glaube, mein Zahn ist raus hinten, ja. Das ist was zu anstrengend. Zu anstrengend, Zeit nicht. Ey, meine Schuhe! Ich bin dabei. Mein ganzer Körper tut weh. So, Freunde, willkommen zu der zweiten Halbzeit. Bin sehr gespannt. Was sagst du, Rabe? Auf jeden Fall. Boah, da fällt schon wieder ein Tor, hör mal. Es fällt sofort wieder ein Tor von Sammy Jackson. Das ist ja phänomenal. Also ich muss sagen, der Sammy ist sehr hungrig auf die G-Klasse. Und der John ist noch nicht ganz wach. Ja, finde ich auch. Also, das ist wirklich jetzt. Und das 4-2! Da wieder ein Tor! Das darf doch nicht sein. Ich glaube, der Jordan braucht eine Kaffeepause. Das darf nicht sein. Wo sind wir hier? Ist das El Clasico oder El Transport? Oh, doch ein Tor! 5-2! Doch ein Tor. Ich glaube, der Sammy hat einen härteren Schuss als Ronaldo. Weißt du was? Das ist sogar spannender als El Clasico. Wenn ich mir das so anschaue, ne? Der Sammy spielt wie eine 1 und der Jordan liegt wie eine 2. Noch ein Tor! Das 6-2 für Sammy Jackson. Der Transporter flippt hier auch schon aus. Die Tribüne rastet aus. Ich verstehe nicht, was hier abgeht. Aber eine Frage, was für eine Tribüne meinst du eigentlich? Die Tribüne von der Tribüne. Okay, egal. Auf jeden Fall, wie wir hier sehen, sind ja beide jetzt normal am Spielen, ne? Genau. Oha, ich kotze gleich. Hey! Weiter! Hey! Ich kotze! Die Kräfte fallen gerade aus, so wie ich sehe. Der Jordan versucht nachzukommen. Der Jordan hat ein Kämpferherz. Wir kennen noch von den letzten Spielen. Er hat sehr oft Spiele. Noch ein Tor für Sammy! Heute ist es, glaube ich, nicht so. Leute, heute ist. Oh, der Jordan macht ein Tor! Der Jordan hat einen Ehrgeiz! Ich bin dir ehrlich. Es geht hier um die G-Klasse! Und das geht so nicht weiter. Ich bin für. Noch ein Tor für Sammy. 8-5! 8-5! Oh mein Gott, was der passiert Ball prallt von der Wand ab ins Tor von Sammy! Beide wollen die G-Klasse, Freunde! Beide wollen die G-Klasse! Auf der Tribüne schreien die auch schon die G-Klasse! Die wollen die G-Klasse! Die wollen die G-Klasse! Aber Freunde, so wie es aussieht, ist Sammy näher dran an die G-Klasse. Aber man weiß es nie. Fußball ist spannend. Guck mal, da hängt der Sammy mit dem Fuß im Tor! Mit dem Fuß im Tor! Aber der John macht weiter. Er schießt gegen die Latte. Aber in diesem Sportart ist alles erlaubt. Das ist doch nicht wahr. Die kleben da jetzt an der Wand vom Transporter, weil er so schief fährt. Das ist John mit einem wunderschönen Highkick, so wie ich hier gerade sehe. Macht der Boxer oder spielt der Fußball heute? Ach, keine Ahnung. Der Typ ist Bruce Lee auf dem Fußballfeld. Ja, würde ich nie sagen. Da sieht man, das war ein schöner Hattrick von Sammy. Oh, der John mit einer wunderschönen Annahme, aber Sammy heute mit einer wunderbaren Verteidigung. Oder was sagst du, Rabi? Ich finde ja, aber er liegt mir zu viel auf dem Boden. Er kann nicht mehr. Guck mal, John, jetzt, guck mal, mach den rein. Und der John macht den rein. Ganz normal. Und das Zü von Ronaldo noch hinterher. Nur wir wissen, ist... Das 9-5 von Sammy Jackson! Und das ist das Ende vom Spiel. Stopp! Ich kotze. Warum mache ich das? Mein scheiß Fuß. Bei 5 Minuten ist die scheiß Netz drin. Ich hab gewonnen. Ich brauch einen Eimer, Bruder. Bring mir einen Eimer. Ich kotze.
Die will der Kamera weg, Mann, ich kotze! Ja, ich kotze. Wie geht's dir, Alter? Ich sag's euch. Das ist schon umgerufen, oder?